Immer wenn meine Augen tränen und meine Nase läuft, denken meine Freunde, ich sei traurig. Dabei ist daran nur mein Heuschnupfen schuld. Von Mai bis September kann das so gehen, denn dann sind die meisten Gräserpollen in der Luft. Das ist so fies, schließlich habe ich keine Lust, mich zu Hause einzusperren und auf mein Training zu verzichten. Auch wenn das Rennen mich anstrengt. Aber ich weiß, mit meiner Allergie bin ich nicht allein. Meinen Eltern und den Ärzten habe ich von allem erzählt, wann und wie oft es mir besonders schlecht geht und es in meinem Mund nach dem Essen juckt. Das war wichtig, weil es Erkrankungen mit ähnlichen Beschwerden wie bei meinem Heuschnupfen gibt. Dabei kämpft mein Körper bei einer Allergie nicht gegen Erkältungsviren, sondern gegen harmlose Pollen. Ganz schön blöde Sache, oder? Ein Allergietest und weitere Untersuchungen haben meinen Heuschnupfen schließlich bestätigt. Nasenspray und Augentropfen können meine Beschwerden lindern. Eine andere Behandlung mit dem schwierigen Namen Hyposensibilisierung dauert etwa 3 Jahre. Kann aber dazu führen, dass der Kampf in meinem Körper weniger wird. Und diese Behandlung kann dafür sorgen, dass mein Heuschnupfen nicht zu einer ernsteren Krankheit wie zum Beispiel Asthma wird.